Moin Leute. Moin ist gut. Wir haben 22:18 Uhr. Ja. I don't know. I do. Hier ist der Ort, wo die Todesbasis, vorher war. Was sagt Q? I don't know. Right? Right? Boah, die sagen so. Okay. Müll. Kannst ja. Ich schon sagen, kannst ruhig was sagen, ihr wollt. Wenn mich das echt noch nicht gleich Und alle Leute sagen, hey, ich will Gacha Force, ich will Gacha Force. Tja, momentan kostet das glaube ich sau viel. Kannst du mal gucken, vielleicht. Und B, die meisten Leute haben gar keinen GameCube-Schreckstrich. Wie mehr? Jo. Also ich guck mal eben. Hi, eBay und Amazon am besten. Gacha. Force. Ah, es geht sofort zur Sache. Oder? Mikro verrücken. Da. Bei Amazon ist. Also bei Amazon wird es nicht verkauft, aber gebraucht ab 45 Euro. Ach du Scheiße. Ja, ist klar. Gebraucht wie neu, 45 Euro. Gebraucht gut, 49 Euro. Gebraucht gut, 53 Euro. Und das nur, weil der Typ 100% positiv hat und der schlechteste 98. Ach du Scheiße, Leute, wartet lieber, bis es richtig billig wird. Ich sag nur 3,17 Euro. Oder freut in der Videothek nach, die dürfen das nur noch im Lager unten haben. Die werden das in der Videothek nicht haben. Die haben ja doch bestimmt nicht mal wirklich Gamecube-Spiele mehr. Hast du eine Ahnung, Gamecube-Spiele werden schon nahezu zur Rareation, die gibt's kaum noch. Auf dem Flohmarkt findet man Gamecube-Spiele. Ja, geht ab sofort immer auf den Flohmarkt. Schmatter. Okay, mal gucken, was es bei eBay bringt. Warte. Das günstigste wird zum Sofortkauf für 21 Euro angeboten. Siehste? Ist doch schön billig. Ja. Auch wenn diese Würde. Auch wenn diese Aufnahme kommt aus den USA, das Spiel. Ah, ja, okay. Dann muss oder man zeigt die mir jetzt immer an, wie viel das in US-Dollar kosten würde? Keine Ahnung. Du meinst in Euro. Ja, 30 US-Dollar, ca. 21,20 Euro. Oh yeah. Ich krieg gerade voll aufs Maul. Ich gebe auch schön aufs Maul zurück, also das ist ein Maulkampf. Halt's Maul. Und komm, Schimmel, gewonnen. I'm firing my laser. Oh, viermal Laser. Ich bin Lux. Alright. This is impossible. Lüft mit einem Schwert auf dem Rücken. Yeah. Und hast du eigentlich mal in den Kommentaren jetzt gesagt bekommen, wieso da minus 500 steht in roter? Hä, ne Minus? In rot. Das ist die Fraps-Anzeige, die sieht man nicht in Aufnahmen. Die das meine ich gar nicht. Hä? Wenn du einen Kampf gewinnst, steht ja manchmal da minus 500 in rot. Mhm. Ich habe keinen Plan, woher die Anzeigen kommen. So, zero Plan. Ich würde mal gerne sehen, wie weit Kakeru geht. Also mal gerne seinen letzten Mann sehen. Das ist sein. Also meinst du seine allerletzte oder seine allerbeste Einheit? Allerbeste. Das ist genau der Ninja, den ich haben möchte, von dem ich einen von, ich glaube, 4 oder 5 Teilen habe. Auf meiner. Auf dem Shuriken, auf dem Rücken. Nein, von denen habe ich schon Tonnen. Von, ich muss auf die Ding drauf.
Hopp. Tja, ich komme noch nicht drauf. Scheiße. Also, zu dem Ding kann ich jetzt nichts sagen, weil das versteckt mir gerade die Sprache. Was findest du groß? Was findest du ernsthaft groß? Ja. Okay, ja, okay. Das Raumschiff war größer. Das Raumschiff. So, Fontama. Ja, dann kennst du den. Der Hamburger in der Hand hat und auf einmal eine geschmolzene Eiscreme. Genau. Tama. Der Fettsack. Immer schön auf die Fetten. Das hört sich diskriminierend an. Immer schön auf die Fetten. Es ist immer noch, wenn du dir mal den allerletzten Boss, den ich mir ercheatet habe in meinem Spiel, wenn du dir den mal... Wann hast du den eigentlich bekommen? Wann? Den du jetzt zockst. Letzter Part. WTF? Wieso? Das hat dich Kuski. Jetzt muss ich mir nur mal... Schade. Sehr egal. Wow, der war super getroffen. Ja, schon wieder so ein... Jetzt gerade, wo ich das Game nochmal sehen muss, ich sofort an das Kommentar denken. Welches? Was unter einem Video stand, wo ich mitgeredet habe. Mein Typ kann nicht mehr zielen. Hey, er hat getroffen. Leider war es nicht so viel Schaden. Nö. Ich verliere jetzt gerade all deine Einheiten und hast noch nicht mal eine Einheit von dem kaputt. Oh mein Gott. Nebenbei gesagt, die gegnerische Einheit kostet 1000 Punkte und ich habe gerade mal Einheiten im Wert von nicht einmal 500 Punkte verloren. Außerdem habe ich jetzt meinen netten Neo-Gero. Ich frag mich gerade, warum ich in den Nahkampf gehe. Der Fernkampf ist so viel effektiver, wenn ich meine kleine Kugel immer spam. Yay, Spamming! Stirb, Pro! Ich bin jetzt mal ehrlich, ich hätte meinen Fokus erst auf die Kleinen gelegt. Naja, wie man's nennt. Ja, mit Neo-Gero kriege ich es alle weg. Bekomme ich schon alle weg. Gewonnen. Ich verstehe nicht, woher kommt diese dumme... Diese fette Minuszahl. Ich habe keine Ahnung, woher die kommt. Das habe ich mich vorhin auch gefragt. Das Todestor hat sich geöffnet. Schön. War das nicht schon die ganze Zeit da? Nö. Der entscheidende Kampf. B siege den kosmischen Drachen. Nicht A siege oder D siege. Oh mein Gott, ich muss ihn B siegen, nicht C siegen oder D siegen. No! Komm ich nur meinen Ballritter als letztes. Was auch immer heute für dein Humor da war, nimm mehr davon. Dein Humor ist heute unterste Linie. Wieso? Weil du einfach heute immer weniger abgehst als sonst. Normalerweise hast du bessere Sprüche auf Lager. So nach dem Motto, ach, ist mir auch alles scheißegal, oder wie? Naja, das D-Siegen und so weiter kam nicht sehr gut an. Zumindest nicht bei mir. Meine Sprüche kommen doch nie gut an. Nee, du hattest schon Sprüche, wo ich wirklich gesagt habe, hey, die waren genial. Guck mal, wer da ist. Und da. Und da. Und da. Und da. Und da. Da und da. Du warst nicht gerade bescheuert. Und die will ich töten. Da das ein Bosskampf ist und ich kann dir sagen, die Drachen will ich da lassen. Weil danach kommen nachher wieder Saphir und Rubinritter und ich hasse die. Die sind nicht unbedingt saustark, aber. Die stärksten aber sind übelst heftig wegen ihrem ständigen Blocken. Ja, sie können blocken und dieser scheiß Saphirritter. Den Rubinritter, wenn du dem zu nah kommen willst oder so, dann kriegst du irgendwelche Dinge an die Fresse. Und der Saphirritter, der haut dich mit einem Lanzenangriff weg. Das ist nervig.
Deswegen lasse ich die. Die Typen Monster Hunter immer, die mit Lanze spielen. Immer ihren Rammangriff, egal ob sie die Verbündeten wegstoßen. Guck mal, ich finde das so lustig, ihre Kugeln. Egal wie meine Bomben fliegen. Erst zu einem, dann zum anderen. Egal, meine Bomben fliegen in der Luft. Da fliegen Bomben in der Luft. Wow! Das ist das Lustige an kosmischen Drachen, so eine Schüsse, die verschwinden. Kann man die auch bekommen? Ja, ich hab einen. Kein kosmischen Drachen, das sind glaube ich Weltraumdrachen oder so. Das sind die kleinen. Ach stimmt, ich kann das ja nicht. Lol, wie er verfehlt. Ach, ich hasse es, dass er die einfach nicht anvisieren will. Hey, Super Saiyan Mode. Und der trifft wieder nicht, ich glaub's nicht. Aber ich find's gerade echt lustig manchmal. Boom. Komm schon, du besiegst Vegeta. Son Goku hat Vegeta besiegt. Auch wenn ich bin ehrlich, schon immer eher der Fan von Vegeta war. Ganz ernte, war mir irgendwie scheißegal. Sagen wir's mal so, ich hab halt die Serie schon. Ich meine, hey, die Serien sind alle unlogisch, aber Dragon Ball Z toppt das alles immer. Überleg mal, ein Mensch wandelt sich mal eben so in einen Riesengorilla. Oder wie die Dragon Ball Z Freunde es jetzt sagen würden, ein Super Saiyan verwandelt sich in einen Wehraffen. Das sind doch Wehraffen. Soweit die habe ich gerade erwähnt. Ja. Und wie heißt es genau? Leute verwandeln sich in Wehraffen, weil sie sich vorstellen, dass die Glatzen von manchen Personen Monde sind. Das war das Geilste. Okay, ich kenne das nur durch die Kapseln der Super Saiyan Samson Hologrammprogramm. Achso, ja, stimmt. Die können ja auch sich zu Monden die Katzen können sich ja auch zu allen verwandeln. So viel weiß ich auch noch gerade so eben. Das ist ewig hier. Gerade so eben, ich spiel mal eben so die letzten Tage durchgehend Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi. Weil ich unbedingt die Story auf 100% haben wollte. Ah, und da durfte ich jetzt erstmal die Spezialkämpfe wieder zusammensuchen. Und? Kommt jetzt Boss? Nein. Oh, sie hat wieder ihren Scheiß. Yay, Lieblingsritter! Wenn ich mich richtig erinnere, Zeit anhalten. Ja, komm, halt die Zeit an. Jetzt nicht. Mit den Drachen. Verdammt, ich bin zu nah am Boden. Du musst irgendwie eine Sprunghöhe vom Gegner weg sein, dann trifft sie dich nicht mehr. Oh, das war jetzt Schaden, ey, Imber. Boah, cool, ich brauche zwei Angriffe, um ihr über zwei Drittel der Leben zu ziehen. Yes. Und kommt sie jetzt? Nein. Ah, vorletzte Einheit. Nach diesem Sensenmann kommt der Boss. Endlich. Bitte, war nicht früher als Sensenmann immer der Boss von ihr? Ja, das ist ihre letzte Einheit, aber die Mission heißt ganz zufällig, besiege den kosmischen Drachen. Also, was kommt wohl noch? Ein Riesendrache. Ja. Au! Das war ein Volltreffer, würde ich sagen. Vor beiden Seiten. Voll und schwarze. Das meine ich. Heute ist dein Humor wirklich nicht gerade gut. Na? 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 Da ist er. Normalerweise hast du dir dazu immer was Witzigeres einfallen lassen. Peng! Voll in die Fresse. Sprüche werden langweilig. Mein Humor ist heute auch ziemlich für den Arsch. Die nächste Einheit von mir ist mein 100 Schuss-Typ. Oh, mit dem haust du alles weg. Darn! Verdammt, ich bin jetzt... Oh, das Super Saiyan Drache, das tut weh. Ach, er ist gerade tot. Komm wieder. Oh fuck, ich merke gerade was, schwarzes Loch. Ich kann da wahrscheinlich nicht mal... Nein, meine Kugeln werden da drin abgelenkt. Oh, du bist am Arsch. Jo. Die Einheit, die den meisten Schaden mitmacht, kann mal eben so nichts ausrichten. Ja, weil die Kugel alle eingesaufen wären. Aber ich verballer trotzdem meine Muni.
Sagtest du gerade eingesaufen werden? Ne, eingesaugt. Ah. Dann werfe ich halt Bomben. Werden die nicht auch eingesaugt? Nö. Nur irgendwie Geschosse. Stinknormale. Oder ich schaffe es irgendwie, den Drachen zwischen mich und den Kleinen zu bringen, damit die die anderen besiegen. Ah, schon wieder ein schwarzes Loch. Ich hasse es. Doch, meine Bomben werden auch da reingezogen. Schön zu wissen. Ha, so ist ein guter Winkel. Ich stehe genau zwischen... Er steht genau zwischen mir und dem schwarzen Loch. Jetzt ist hinter dir eins, glaube ich. Die Sache ist auf jeden Fall bei den großen Drachen, die können nicht hinfallen. Mal ganz abgesehen davon, dass sie größer sind, eine ganze Stange mehr TP, stärker. Sie können nicht hinfallen. Ah, und sie sind eine ganze Stange langsamer. Eigentlich, desto größer der Mensch, desto tiefer der Fall. Mann, jetzt komm. Jetzt ist gerade kein schwarzes Loch auf. Und tschö. Badaboom. Imba. Ja, schieß mal ebenso noch weiter. Yay, minus 1000 Punkte. Hey, was mir aufgefallen sind, es sind immer 20 Punkte Unterschied. Und jetzt hätte ich fast gespoilert. Hey, galaktischer Kaiser. Verstehe ich nicht. Ich hätte jetzt beinahe was gesagt, was du erst später da hast. What? Ach so, ja, ich glaube, ich weiß es. Ja, und jetzt ist wieder überall. Hey, jetzt kann ich wieder alles. Ach, du Scheiße. Fang um an bei Tama. Ja, okay. Das Ende von Todeskommando Tama. Hm, du schon wieder. Hilf mir. Ja, ich kann zwei gern auf einmal Programm bestrafen. Bestrafen tun. WTF, du kämpfst jetzt mit Tama zusammen. Jo. Und ich könnte jetzt noch mehr spoilern, aber das Zeug sieht lustig aus. Wo ist denn da das Capcom? Hä? Ach so, das Capcom. Was? Mal eben suchen. Ah, gefunden. Ah ja, ich sehe es jetzt auch. Ey, ja, in der Aufnahme wird man es wahrscheinlich nicht sehen, aber wir wissen, wo es ist. Direkt unter dem... Unter der Kanone. Da, wo der Lauf der Kanone anfängt, genau da an der Decke Dingens. Ne, ihr wisst schon. Oder auch nicht. Den nimmst du jetzt echt mit? Ja, just for fun. Oh mein Gott. Oh. Das wird Luftkampf, würde ich sagen. Tschu. Jetzt werde ich das Schiff bombardieren. Tschu. Wow, was mir echt viel bringt, denn die Schüsse fliegen durch. Imba. No, ich habe so gut wie keinen Schaden gemacht. Ach du Scheiße. Ach ja, by the way, den der Gegner jetzt hat, auf den ich gerade einkloppe, den habe ich auch in meinem 7. Mal durchspielen auf meiner Wii, habe ich den auch gerade frisch bekommen. Level ich auch gerade etwas hoch. Ja? Jupp. Und bist du schon bereit, beim 8. Mal durchzuspielen? Hä, wie weit? Beziehungsweise beim 9. Mal. Nein, ich habe gerade erst das 7. Mal geschafft. Ich habe seitdem nicht mehr gespielt. Ach so. Deswegen war die Frage, bist du bereit für ein 8. Mal? So. Wow. Das ist nicht normal. Ich werde so herumgeschleudert, ey. Das ist schlimm. Yay. Ein Schiff ist im Super Saiyan Mode. Boah. Das war wortwörtlich One-Hit am Ende. Was? Ach, das gelbe Schiff hilft dir. Ich dachte schon, was ist das denn jetzt? Das ist Tama. Hä? Hatte Tama nicht früher den roten immer? Nein, der hatte immer schon den lilanen. Lol.
Puh, stylisches Ausweichen. Wie gesagt, ich habe das Spiel selber nicht, denn es ist mir zu teuer. Und du hast keine GameCube-Daten. Wozu hat man Wii? Ja, ich meine Controller, Schrägstrich, Memory Card, Schrägstrich Spiel. Das stimmt allerdings. Blah. Tja, wenn ich direkt von der Konsole aus aufnehmen könnte, wäre es natürlich praktischer, aber kann ich nicht. Yay, yeah, ich bin nein. Lang. Oh, ist ah. Ich wurde verlangsamt, verdammte Scheiße. Hat was MacGyver gegen dich? Was? MacGyver, Silion. Ah, jetzt geht's mir wieder. Slow-Fähigkeit. Boah, schon wieder Super Saiyan Mode. Komm, ich will dich vorher noch töten. Bei dir. Was? MacGyver. Sagt mir nix. Silion. Silion in LOL oder wie? Ja. Ja, die Zeitfähigkeit. Slow-Fähigkeit von ihm. Ja, die ist schön. Yay, jetzt ist noch tot. Oh, ich wurde schon wieder geslowt. Puh. LOL, ich hab das Viech getötet, was mich geslowt hat, aber ich bin immer noch geslowt. What? Was war denn das denn für. Alter, was hatten die für eine geile Einheit? Die kenne ich noch gar nicht. Naja, egal. Vielleicht ist es so weg. Wer da so aussieht. Das ist richtig epic, das kenne ich noch gar nicht. Ja. Oh, Sensenmann. Welcher Sensenmann? Hey, sie haben Transformer. Und das ist dann warum pink? Warum? Das ist lila. Keine Angst, das ist lila. Warum lila? Warum? So, was soll es denn sein? Kackbraun? Kackbraun oder was? Schwarz, rot, grün, alles, aber nicht lila. Ich mag die Farbe nicht. Shen in LOL ist lila. Shen? Der ist blau. Nein, das ist ein lila. Das ist ein lila. Warum sieht das bei mir blau aus? Keine Ahnung. Und wieso labern wir eigentlich wieder bei Gotcha Force über LOL? Kein Plan. Hey, Gotcha. Vielleicht weil das ein Thema ist, wo wir beide was zu sagen können. Bombe ins Gesicht. Headshot. Boom. Das sah jetzt richtig epic aus. Weil ich es gemacht habe. Siehst du, jetzt sind es 120 Punkte Unterschied. 170. Und du hast dein Eis nicht mehr geschmolzen. Am Anfang war es doch geschmolzen. Bezirk 3 Start ist nun sicher. Du hattest einfach Glück. Danke, dass du mich gerettet hast. Tam hat sich angeschlossen. Oh, bekleckere mich nicht mit deinem Eis. Der Skill der Tama. Sein geschmolzenes Eis ist auf einmal wieder ganz. Also das sag ich doch. Jetzt arbeiten wir uns zwar einfach mal durch. Ja, ist egal. Wir müssen eh nur säubern gehen. Wir haben es bald geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viele Einheiten ich hier habe. Mal überlegen. 1, 2, 3, 4, 5 gehen dem hin. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 5 mal 8, das sind gerade mal 40. 40. Wir haben gerade mal 50 Einheiten. 50. Weißt du noch, was ich dir gesagt habe? Auf meiner GameCube Memory Card, ich habe knapp 750 Einheiten in der Box. Das ist so eine. Bedenke, also jeden zweiten hast du mindestens 10 Mal. Ja. Ich habe jeden so gesehen einmal. Ich habe jeden einmal in die Box getan oder zweimal, wenn ich so öfter verwende, und der Rest ist alles im Lager. Didim. Komm, ich nehme noch einen Revolverschützen. Der ist praktischer. Ja, wie gesagt, nachdem man. Kurz nachdem man.
so Neo Geo Rot hat, dann fängt das Spiel einfach an, sich in die Länge zu ziehen. Piu. Oh, ausgewichen. Es ist immer dasselbe. Vielleicht bin ich so... Naja, gechillt, weil es schon so spät ist. Awesome. Und ich spiele wieder Fußball. Ach, ich kann... Dann solltest du mal die LP-Zeiten von anderen Netzplayern sehen. Ja, ich weiß. Die nehmen um 1 Uhr morgens auf. Ich weiß. Naja, morgens in Anführungsstrichen. Boom, boom. Komm, ich will Fußball spielen. Ich will Fußball spielen. Na, natürlich. Greif mich an, Kumpel. Aber eins interessiert mich immer noch. Penis? Warum fehlt Minecraft nicht Premium? Ich weiß es nicht, weil mich das Spiel verarschen wird. Komischerweise seit heute, ich weiß nicht warum, die haben heute eine neue so eine Hilffunktion eingeschickt und wie gesagt, ich habe schon eine Nachricht bekommen, dass die meinen Auftrag erhalten haben. Und da das erst heute zustande gekommen ist, schätze ich mal, dass da nicht viele drauf gegangen sind, dass ich dann in ein paar Tagen hoffentlich eine Antwort kriege. Und bitte lass mich dann Minecraft Premium haben. Dann ist es... Wenn du dann Premium hast und ich es schaffe, diesen Code zu gewinnen, dann lache ich. Ja, natürlich. Juhu, ich bin tot. Dämon-Samurai verbrennen. Shinobi! Das sieht einfach so geil aus, wenn man damit Leute trifft. Der ist nicht mal unbedingt stark, aber das sieht so geil aus, wenn man damit Leute trifft. Die Slow-Mo. Ich finde, der sieht richtig epic auch so aus. Ja. Ich hab auch nur drin, weil er epic aussieht. Also ja, so richtig nicht viel. So richtig viel Schaden macht er nicht. Naja, geht, wa? Ja. Hab schon Champion. Ach, Champions. Charaktere von dir gesehen, die haben weniger Schaden gemacht. Hm. Aber wer mehr Schaden macht, ne? Neo Geo Rot. Nice Bild. Zack. Oh nein, kein Shogun-Samurai. Die sind ganz böse. Und ganz geil. Diese Blitze sind böse. So ein Blitz kann Neo Geo Rot fast mit einem Hit töten. Das ist richtig mies. Dann fokussiert zuerst ihn. Du würdest mir ja bestimmt glauben, im Herausforderungsmodus kann man nur so bestimmte Einheiten wählen und kann auch gegen andere kämpfen, wenn du da so knapp 4000 Punkte nur mit einem Shogun-Samurai auslöscht, weil fast jeder mit einem Blitz One-Hit ist. Das ist dann schon richtig böse. Ja, natürlich, ich treffe nicht. Ausgewichen. Zack. Kannst du ungefähr sagen, zu viel, 4% du es jetzt eigentlich schon durch hast? Ja, ich hab's durch zu 10 Äftel. Ich gehe jetzt so von den Punkten aus. Spoiler. Aber es fehlt nicht mehr viel. Also ich mach noch eben diese paar alle Gebiete reinigen und dann nur noch ein, zwei Kämpfe und dann ist Sense. Oder vielleicht nur noch Gebiet. Ich glaube nur noch Gebiete reinigen, danach kommt Boss und danach direkt der Endboss. Könnte ich das vielleicht alles noch heute hinkriegen, wer weiß. Wie lange geht schon unsere Konfi? Die Konfi eine halbe Stunde. Vielleicht mache ich dann das genauso wie mit Torchlight. Uff. So unbewusst aufnehmen und danach 10 Minuten merken. Oh, der Samurai ist episch. Jetzt guck dir den an. Super Laserschwert. Soll ich dir mal was sagen, was ich gerade bekommen habe? Was? Eine Nachricht in Hamachi. Ja, das habe ich auch. Server ist wieder on. Ah, cool, da können wir gleich wieder drauf gehen. Ja. Den Samurai möchte ich auch gerne haben, der sein Schwert so mega lang machen kann. Würde ich auch gerne in Real Life können, mein Schwert so lang machen. Und damit schon mal nicht so Kommentare kommen. Nein, ihr kriegt die IP nicht, ihr dürft ruhig suchen. Ist sowieso nur ein Server, auf den ich nur vorzeitig bleibe. Nur um den netten New Boy zu unterstützen. Und weil ich Langeweile habe. Und du Lust hast auf Minecraft, aber dein Minecraft niemals Premium wird.
Stösch. Und, warte, ich muss noch aufladen, ich muss noch aufladen. Und jetzt muss ich ihn töten. Jetzt gibt es noch einen 4-mal Laser hinterher. Das sieht fast immer so aus, als ob er vom Laser getroffen wird. Und ich habe einen Teil von dem Rubinritter. Und ich habe noch einen Dämonen-Samurai. Schön. Hast du von denen nicht schon 2 oder 3 Stück? Ich glaube nur einen. Hey Kuh, unsere Stadt sieht ja schlimmer aus. Ich weiß, wir müssen... Moment. Der englische Synchro mag ich zwar überall, aber hat der gerade nur 2-mal hey gesagt? Ja, der hat nur hey hey oder so gesagt, ich weiß. Hallo? Können Sie nicht mal eine ordentliche Synchro in das Spiel hauen? Fällt ja früh auf. Ja, sorry, ich kann den Charakter nie zuhören, wenn wir nebenbei nur labern. Oh, ein Vampirritter. Oder vampirischer Ritter, keine Ahnung wie der heißt. Vampirritter. Ja, das ist Nekobe. Der ist so ein Vampirfreak. Hey, warte mal, das dürfte eine Schnellwaldklüre sein. Die kann von. Und das ist ein Tau-Meister. Er kann schwule Schwerter schicken, die mich dann stechen wollen. Schwule Schwerter, die dich dann stechen wollen. Zweideutig. Aber vollzügen. Ja. Hey, der Taumeister hat jetzt eine blaue Farbe. Es gibt immer normale Einheiten und die nochmal andersfarbig. Dann gibt es die nochmal unsichtbar, dann gibt es durchsichtig, dann gibt es die in Silber, dann gibt es die in Gold. Ja. Also so wie in Pokémon. Es gibt immer Leute, die andere Farben haben. Jo. Und die sind auch seltener zu bekommen. Ich habe auch schon ein paar. Immer ein paar. Kann man wirklich bestimmt an der Hand ablesen. Das geilste ist, dass die andersfarbigen, wenn die mehrteilig sind, auch noch andersfarbige Teile haben. Teile haben? Ja. Das heißt, du brauchst dann, sagen wir mal, du hast jetzt 4 Teile von einer Einheit und dann bekommst du eine in einer anderen Farbe. Und dann bräuchtest du, um die Einheit dann zu haben, auch nochmal die anderen Teile in der anderen Farbe. Also willst du so eine dreiteilige Einheit in einer anderen Farbe haben, die Wahrscheinlichkeit dazu zu kriegen, das ist so. Ey, Marcel, weißt du, was jetzt aber richtig übel ist? Ich? Unsere Obsidian-Station ist schon wieder weg. Ist wieder weg. Ja, weil der Server doch abgestürzt ist. Erneut. Ist die Welt gespeichert worden, oder? Wir sind doch wieder einfach nur rausgeflogen. Wie als du auf einmal wieder am Spawn-Fest hingst und alle Items weg waren. Ja, ich hab kein... Wenn meine... Dann frage ich aber wirklich nach 30 Eimer. Und dann hole ich mir einen nach dem anderen. Und nicht alle versuchen da so reinzugehen. Boom, cool. Ich habe mit einer Einheit von 250 Punkten über 1000 der Gegner klein gemacht. Das ist schon ein netter Handel. Slow-mo. Und direkt vom Freund einen in den Rücken gekriegt. Geil. Das ist sehr nett. Double hit. Oh, schon wieder dieser geile Typ. Wer ist das? Leute, wenn ihr wisst, wer das ist, wissen sagt es uns. Hallo? Ah, der macht diese lustigen Kugeln. Ich bin der erste LP, der Gotcha Force LP. Schrägstrich, Story Mode. Deutsche. Ja und? Es gibt eine trotzdem jemanden geben, der weiß, wie der heißt. Es gibt ein englisches LP. Alter, hast du eine Ahnung, wie viele? In irgendwo auf einem Internetforum. Eure Lieblingsspiele oder so. Und von, keine Ahnung, von mehreren hundert Posts ist nur einer mit mir, der Gotcha Force erwähnt hat. Und jeder, der Gotcha Force kennt, für den ist es automatisch auch sein Lieblingsspiel. Also der Sun. Denn das Spiel ist einfach nur episch. Auch wenn die Grafik so lustig ist. Mein Hate. Ja, ich finde ja, das ist... Ja, der Vorgänger von der Custom World War Arena. Nur, dass der wirklich noch besser war. Habe ich eigentlich schon mal im LP erwähnt, dass ich Custom World War Arena zock? Ja, hab's. Ich hab's auch schon 2-mal durchgespielt. Für alle, die es kennen, ich habe eine Combo von 1017 hingelegt. Mit welchem? Mit einer stinknormalen Einheit. Beim allerersten Mal durchspielen. Das ist so epic. Das ging aber nur an einem Gegner, dessen Namen ich nicht mehr weiß. Auf jeden Fall die, die man gegen
eher weiter am Ende besiegen muss, die man irgendwie nicht, die nicht hinfallen können. So ganz fette fliegende Teile. Ich glaube Centaurus oder irgendwie so eine Scheiße. Ja. Ja, genau an denen. Dann habe ich so eine Waffe verwendet, die man abschießt, die dann kurz stehen bleibt und danach erst fliegt. Immer so vier Schüsse. Die Waffe habe ich dann verwendet. Ich habe ununterbrochen drauf gehabt. Mit der kann man eigentlich gut Combo-Zahlen. Und genau sammeln. Mit dieser Waffe habe ich eine 1017er Combo hingekriegt. Und wie ich das hingekriegt habe, kannst du ja wohl denken. Von Anfang bis Ende tot. Plop. Ach ja, Custom Robo Arena ist schon geil. Das wird nur halt langweilig. Ja, aber wie gesagt, eine billige Nachmache von Gotcha Force. Ja, es war schon geil. Also ich meine, würdest du so einen Vorgänger mal auf Wii gehen oder Gotcha Force 2 oder wie ich bin, kaufen? Sofern ja, wird ja immer gesagt, Gotcha Force 2, bla bla bla. Gotcha Force 2 aber wirklich nicht. Gemacht wird's nie. Also ich hab da weil gesehen. Einfach kaum einer dieses Spiel kennt. Und die haben durch die Gotcha Force einfach zu wenig eingenommen. Dass sie sagen, es lohnt sich nicht, einen weiteren Teil zu machen. Schätze ich mal, denn... Weißt du, welches Spiel noch weniger Leute kennen als Gotcha Force? Hunter the Reckoning. Da was? Hunter the Reckoning. Hunter the Reckoning. Das kenne ich nicht. Habe ich auch nicht anders erwartet. Das Spiel ist auch ziemlich geil. Das war jetzt wirklich das beste Beispiel für deinen Satz. Ja, wie gesagt, ich würde es LP'en, aber mit dem Emulator wird das nichts bringen, da ich da maximal 20% der Geschwindigkeit habe und ich dann vielleicht 6-mal so lang oder 7-mal so lang für ein Level brauchen würde. Also ein Level, was vielleicht 5 Minuten dauert, würde eine halbe Stunde dauern. Ja, da könnte ich ja mal meinen Super Saiyan Mode anmachen. Hallo können. Wie gesagt, USB-Grabber kostet nicht viel. Ja, ich hab da keinen Bock drauf. Ja, ich habe mit meinem USB-Grabber nur ein Problem. Was wäre? Ich will von der PS2 aufnehmen, alles perfekt. Sobald ich aber die Wii anmache und davon aufnehme, habe ich auf einmal schwarz-weiß Bild. Tja. By the way, Moment. Verdammt, wie viel. Ach so. What? Ah! Was ist? Ach so, ich habe was Falsches gemacht. Sorry. Ich muss eben wieder Bildschirmübertragung anmachen. Alter, schenkt er mir mal eben so eine Please Start My Cam. Ja. Kannst du dir jetzt denken, warum ich keine. Warum ich echt keinen Bock habe auf USB-Grabber? Ich hab ja noch. So. Ready. Steady. Fressen. Ich habe sogar einen Datenkristall direkt von der Einheit bekommen. Ja, irgendein Gelaber. Und da gucke ich mir gleich mal die Einheit an. Objekte. Dämonenflügel. Aha, es ist ein Dämonenflügel. Das ist interessant. Kronensamurai, die will ich nicht. Hä? Ah, da, genau, Samurai Shogun heißt die, da heißt die Einheit. Samurai. Seltenheit A. Ja, die Einheit ist epic. Von der habe ich 2 Stück. Gibt's auch Seltenheit S? Ja, ein paar. Ah, nee, nur Sternchen A. Mal gucken. Sortieren nach Seltenheit. Ja, ich glaube, es gibt dann, wenn dann nur Sternchen A. Lol, Saphir Ritter, der zweitbeste. genau. Entweder sind bei mir deine FPS-Anzahl unten links ziemlich stark abgeschnitten oder du hattest gerade eine FPS von 0. Nein. Warte. Siehst du es?
Ich sehe immer noch die Schwankung von 5 bis 7. Ah, jetzt sehe ich's. Ja, da ist leider Gottes schwarzer Rand, den ich nicht wegkriege. Und aus dem Grund. Genau. Oder warte mal, ich kann ja mal ein bisschen an den Einstellungen rumfuchteln. Nicht, dass sie nachher noch auf der Aufnahme draus sind. Nein, das ruckelt. Nein, nein, nein. Das sieht schrecklich aus. Guck dir das an, wie klein. Nein, dann ist es wirklich so, wie ich es hier habe. Mit Yay, Soundlags. Ja. Ja. Das sieht wahrscheinlich einfach. Liegt wahrscheinlich einfach nur daran, dass ich da gerade irgendwas umgefuchtelt habe. Jo, jetzt ist wieder normal. Aber man hat gesehen, was passiert, wenn ich da was umstelle. Hoffentlich wird Yu-Gi-Oh! Nicht so lang. Das Geile ist, bei Yu-Gi-Oh! Ich kann schon mal... Ey, bei Yu-Gi-Oh! Will ich aber auch öfter dabei sein, weil... Das habe ich schon früher eben gerne gezockt. Ja, das ist aber... Das hat nicht wirklich viel mit Yu-Gi-Oh! Zu tun. Die Einheiten sind die gleichen, die Charaktere sind die gleiche. Der Rest ist eigentlich... Hat nicht viel mit Yu-Gi-Oh! Zu tun. Auf jeden Fall kann ich bin allgemein so ein großer Fan von so Spielen. Auf jeden Fall, wenn man da die Teamkämpfe hat und die Sicht, dann kann ich dir sagen, dass hinter den Gegnern einfach nur ein fetter, schwarzer Raum ist. Das wird bestimmt ganz toll. Ich habe selber solche Yu-Gi-Oh! Games. Nein, normalerweise wäre der Hintergrund, aber durch den Emulator ist dahinter einfach nur schwarz. Da ist Ende. Deswegen, okay. Das wird bestimmt... Ja, das ist wie... Als ob jetzt mal noch in diesem Feld hier die Wände hochziehen würde und statt zwei der Wände wären einfach schwarz. Okay. So eine Ecke. So in etwa sieht das dann nachher aus. Deswegen, das ist nicht gerade das Tollste, aber man kann es verkraften. Ja. Um es zu zeigen. Ich meine, das Spiel ist... Vor allen Dingen, es geht ja wirklich nur um das Gameplay, nicht um die Grafik oder so. Ja. Meine Lieblingskonsole ist GameCube und GameCube ist nicht die beste Grafik. Nintendo ist nicht gerade die beste Grafik. Ich meine, ich kann dir sagen, dass GameCube. Bestes Beispiel für nur Gameplay zählt. Minecraft. Oh ja. Ich verstehe nicht, was die Leute mit ihren HD-Texturen-Packs wollen. Das Spiel ist auf diese Mini-Grafik ausgelegt. Ich meine, ich habe kein Problem, wenn die ihre HD-Texturen nehmen, aber ich finde es einfach nicht schön. Ja, ich bin allgemein ein Freund von HD, aber ich weiß nicht genau, was mich daran reizt, weil das Wasser finde ich total ätzend. Boah. Und ich glaube, das HD soll ja eigentlich einen natürlichen Effekt enthalten mit. Ich bin allein. Überall außer dem Wasser. Und ich habe gerade bemerkt, dass ich alleine gegen die Gegner hier kämpfe. Lol, das sah ja mal lustig aus. Hast du dir keinen Verbündeten gewählt, oder was? Ich glaube schon, aber ich glaube, ist tot. Ach, scheiß Panzer. So wie ich deine Verbündeten kenne, ja. Verdammt. Und tschüss. Ich kann dir sagen, dass das hier der nervigste von allen Kämpfen wird. Das weiß ich, dass weil er dich so in die Länge zieht. Nicht deswegen wegen der letzten Einheit, das sage ich dir. Die Gegner werden keinen Super Saiyajin Mode anmachen, das sage ich dir. Weil sie sich nicht brauchen. Nein, weil sie sich für den letzten. Lacker vom Feinsten. Bumm, tot vom Feinsten. Boah, ich habe meine Knarre draus. Ja. Schießen wie ein Irrer. What the fuck? Hey, Schuh, hilf mir. Ist das etwa Dämonenflügel? Ja, nur in einer anderen Farbe. Nee, das ist nicht Dämonenflügel, das ist einfach so seine andere Einheit in einer anderen Farbe. Aber hey, nett, ich habe Hilfe bekommen. Ich glaube, das war sogar geplant. Naja, ist ja egal. Aber wenn Shu mir hilft. Ich will nur, dass seine seine erste Einheit stirbt. Weil dann warum? Damit seine Haupteinheit nachkommt. Ah. Oh ja, die ist richtig geil.
Von der habe ich, glaube ich, in meinem richtigen Spiel, lass mich überlegen, ich glaube, maximal ein Teil. Nach 7-mal durchspielen. Ja. Was? Achso, ein Transformer. Jo. Man merkt sofort, ob das ein Transformer ist oder nicht, ob der an den Armen und Beinen irgendwelche Anzeichen von Panzer oder Fluggerät hat. Oder Fahrmobil, die gibt's auch. Rein theoretisch müsste der eigentlich da runterfallen. Ja, ist halt Spiel, ne? Oh Mann, ich hasse das, wenn ich bei unlogischen Spielen die Logik suche. Versuch mal in Ich meine, wir überlegen mal Minecraft alleine schon. Ah, den Ninja, der gerade hier als Gegner ist. Genau den möchte ich haben. Ja? Ja, weil der einen Imba-Angriff hat. Der hat irgend so einen Aufladeangriff oder irgendeinen Angriff. Wenn er den gemacht hat, kann er, so gesehen, er steht in der rechts neben dir, springt durch dich durch auf die linke Seite, schleudert dich in die Luft, dann springt er wieder von der Seite auf die rechte Seite zurück, immer so in der Luft hin und her. Okay. Mal vom OP-Schaden abgesehen. Und ich überlege auch jetzt gerade, was kann ich als nächstes eigentlich erfehlen? Du kriegst doch sowieso nur LOL. Und dann ein Attack. Ey, LOL ist im Moment pausiert. Soll ich dir mal was sagen? Boing, 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 boing. Da ich ein neues Projekt angekündigt habe, auch schon ein bisschen aufgenommen, aber will ich heute nicht erwähnen. Boing, und das ist auch wieder ein Together. Deswegen wird LOL pausiert. Ich habe jetzt so eine Vermutung. Muss ich dich jetzt schreiben? Ist das das? Ja. Ah, ich hab's gewusst. Wemsa hat das schon erwähnt, dass ihr das aufgenommen habt. Typisch Wemsa. Kann ich einmal die Klappe halten. Oh, ich muss noch ganz schnell mit Newboy eine Runde aufnehmen. So und so. Also, was denn? Ja. Ah, das ist ein Flieger. Bah! Ein Siegesgebrüll. Shinomu-Strahl. Schuss. Wahrscheinlich wissen all deine Abonnenten schon, was ich gemeint habe. Ne, warte mal, ich glaube, das ist seine Haupteinheit. Komm, lad auf. Ich will deine Einheit. Ich will deinen Schuss sehen. Jo, das ist seine Haupteinheit. Das war von Anfang an seine Haupteinheit. Was war das denn? Das war von Anfang an seine Haupteinheit. Ich glaube, das sind die vorletzten, die beiden hier. Oh nein. Die beiden Süßen. Tja, der Vorteil ist, dass sie Nahangriffe nicht blocken. Ich wollte nicht Rubin und Saphir-Salat sagen. Cool. Rubin und Saphir-Salat. Muss ich mal probieren. Ja, sag ich jetzt mal so ziemlich hart. Drauf ein. Nein, ich will doch noch mit meinem. Ich kann dir sagen, die Einheit, die ich bei den letzten Gegnern habe, die wird sterben. Das ist zu 1000% eigentlich sicher. Deswegen willst du ihn jetzt erstmal behalten? Ja, deswegen möchte ich ihn, auch wenn er sehr wenig Leben hat, noch behalten. Ja, wenn du sagst, die wird eh sterben, ist es am besten, wenn er stirbt. Weil er ist eh zum Tode verurteilt. 6 fucking TP. Ich meine, oh, jetzt wird's lustig. Da sind sie. Und das war. Deswegen bewahren sie sich in Super Saiyan Mode auf. Fusion! Ha! Was zur. Ein gigantischer Prototyp mit einem Schild. Das könnte ich mir besser bei Rubin und Saphir-Soldat vorstellen. Der Schild. Nee. Und? Der Vorteil ist, wenn man ihm jetzt Schaden macht, irgendwann, der teilt sich natürlich nach dem Super Saiyan Mode wieder. Und dann haben beide Teile genauso viel Schaden wie jetzt. Wie jetzt das gesamte Ding. Also aus dem jetzt das halbe Leben weg, haben beide nur noch halbes Leben. Ich krieg dem nicht mehr das halbe Leben weg. Weil ich hier hin und her geschubst werde. Das ist eigentlich praktisch, da ich dann den, Dingensritter, dass du bist, der Super Saiyan Mode hält jetzt erstmal arschlang.
dass ich dann zum Schluss noch mal den Ballritter habe. Dann geht's Beilert ins Gesicht. So, jetzt haben sie sich geteilt. Den will ich als erstes wegmachen. Der ist nerviger. Wenn ich ihn dann treffe. Oh, wir haben es auch schon wieder 50 Minuten auf. Yay! Nein, komm! Können wir gleich nochmal auf den schönen Server umgehen. Mit Gesicht. Ja, und erstmal wieder ein bisschen an unserem Haus weiterbauen. Nicht an dem Obsidian Workplace. Ja. Oh, cool. Ich lag halt, die Säule hat mich geschützt. Fuck. Jetzt ja, genau. War tot. Ja, schießt vier Säulen auf mich. Dafür gibt's jetzt Violet ins Gesicht, Kumpel. Zwei Super Saiyajin Beile. So viele Beile ins Gesicht, Bitch. Wusch, 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 wusch. Wie sie da rumfliegen. Das ist mit der nervigste Kampf von allen. That was too easy. Ich hab gesagt. Und schon wieder mehr Verlust gehabt. Die Straße der Heiterkeit ist unsicher. Du bist zu spät. Tut mir leid, doch von jetzt an bin ich auf deiner Seite. Tada, Schuh ist auch noch mein Freund. Ah, ja, erobere Manas Haus zurück. Das ist auch lustig. Wo ist Mana? Darum kümmern wir uns später. Wahrscheinlich kommt die auch mit dem Kampf wieder hinzu. Das kann ich sogar provozieren, dass sie früher kommt. Muss mein normaler da. Wenn die Konfi geht. Ja, 52 Minuten. Komm. Ach, jetzt krieg ich das Skype-Fenster nicht weg. Fu. So. Alter, kann das denn, dass dein Rechner leicht hängt? Nö. Du hast eine Ahnung, dass ich fast die Hälfte meiner Rechnerleistung durch meinen Emulator und nochmal fast die Hälfte durch Fraps verliere? Da bleibt nicht mehr viel übrig. Ich habe keinen LPR-Rechner, der mal eben so 700 Euro gekostet hat. Das ist dir klar. Ey, mein Rechner auch nicht, aber der hält das alles wenigstens aus. Ja, meiner hält es doch auch aus. Ich kann's. Ja, ich kann sowas ohne Hängen oder Lags machen. Ach, ich stirb einfach. Bedenke, wenn ich eine Skype-Konfi am Laufen habe, wird Internet gezogen. Nicht Prozessorleistung. So, ja, vielleicht doch. Vielleicht etwas mehr dann. Aber noch. Nicht viel. Ja. Ja, ach nee, es wird auch nicht viel Internet gezogen. Und meine Prozessorleistung ist dann maximal auf 25%. 25? What the fuck? Wir ziehen bei die Skype. Nee, ich meine Aufnahme, alles. Okay, bedenke, 4x 3,0 Prozessor. Ja, das ist eine verdammt große. Das ist schon ungefähr LPA-Rechner. Oh. Hab ich nicht, aber ich brauch's auch nicht. Läuft auch so gut. Ja. Also, wie gesagt, wenn ich nicht aufnehme. LPA-Internet. Oh ja. LPA-Internet, vielen. LP. Mal eben so. 50K-Leitung. Für ein 15-Minuten-Part. Ja, 8 Minuten. Dann könnten meine Abonnenten auch mit regelmäßigen Videos rechnen. Okay, ich hab nur 10. Deiner von ist dein Kumpel. Mein Held davon hat mich auch abonniert, aber. Ah. Naja. Ich nehme mal bei gut. Davon wird eh nur höchstwahrscheinlich Lore Battle gucken. Gucken momentan gar nicht. Autsch. Headshot? Ach ja, übrigens, hier ist Mana. Die steht schon die ganze Zeit drüber hier. Ich muss sie mal eben einmal anhitten. Jetzt macht sie mit. Meiner muss nur einmal angeschlagen werden. Das kennt man doch immer für Mädchen. Ist doch immer so bei Mädchen. Einmal draufschlagen und dann bewegen sie sich. Ist das jetzt nicht. Und übrigens, hast du jetzt eigentlich deine Schwester schon verschenkt? Hm? Ach, du meinst wegen Minecraft an Cyborg. Nö, ich habe ja von ihm kein Premium-Account bekommen, also. Oh nein! Geil, meine Also, wie auch immer das geschrieben hat. Gutes Angebot. Das war Cyper.
Super, das war Norbert. Nur ich hätte erstmal nach dem Bild oder so gefragt. Die wissen, wie die aussieht. What? Tja, damit hätte es nicht gerechnet, was. Hast du SVZ? Nein. Ja, ich habe SVZ. Moment. Konversation von gestern. Falsch. Falsch. Nö. Nö. Hm. Ja. War die von heute noch? Na, schicke ich dir nachher mal. Ist ja egal. Tju. Wow, Äppelstrand vorbei. Wie kann man einen, der nur stehen bleibt, nicht treffen? Keine Ahnung. Frag den Samurai hier. Ich drück einfach nur den Knopf zum Hinspringen. Ja, komischerweise, wenn sie sich wie blöd bewegen, dann trifft er. So, selbst wenn es nur für 22 Leben ist. Wo ist Mana? Ich kann einfach den Knopf. Warte, ich glaube aber gerade nicht, dass sie. Ne, sie hat keinen Heiler. Wie schön, dass ich auch etwas reduzierten Schaden nehme. Na, natürlich. Ich drück nichts und er springt einfach nach vorne. Ich krieg gleich 4-mal Laser ins Gesicht. Aber erst wenn er spielt. Das sieht lustiger aus. Boah, kannst du jetzt einfach mal verrecken, Alter. Wie wäre es dann nochmal auf, das permanent aufzuladen? Nö. Ich möchte, dass das jetzt passiert. Ich werde vom Laser getroffen, voll in den Magen. Yay! We did it! Without legs! Mal speichern. Komm, machen wir noch ein paar. Ein, zwei. Und dann ist. Ein, zwei. Eins, nimmst zwei, ja nur eine drei. Stunde auf. Oh. Yay, genau in den Level habe ich immer versucht, diese Teile von ihm abzufahren. Oh, da fällt mir was ein. Ich habe eine bessere Idee. Nochmal. Ich habe schon mal geschafft, das komplette Level mit einem Feuerdrachen zu machen. Das probiere ich jetzt einfach mal. So ging's, ne? Jo. So ging Einheiten wechseln. Ich habe ja einen Feuerdrachen. Was nehmen wir denn? Feuerdrachen. Und den. Und den. Und noch einen normalen Ninja. Einfach so, was das Klischee ist. Nein. Das hat diesmal sogar gepasst vom Budget. Hm? Okay, der Drache ist hässlich. What? Muss nur fliegen, komm, fliege. Einfach. Ach, genau das sollte er nicht machen. Wieso hält er sich? Nö. Alter, wie ich hier rumfliege, what the fuck? Boom. Ah, puff. Komm. Fliegen. Boah, die sind so scheiße träge. Das ist krass. Nee. Setz dich doch einfach oben bei dem Ding drauf. Und greif von da an. I believe I can fly. Ich muss das nicht belieben, ich kann fliegen. Ich bin ein Drache.
vorsichtig, wie verlahmt die Gegner dann wären. Also mit dem Feuerdrachen. Vielleicht habe ich das mit dem großen hingekriegt. Mit dem kleinen kriege ich das nicht hin. Und jetzt kommt nur noch. Jetzt kommt noch so eine Einheit. Tididididi. Brrr, I'm dead. Yay, yeah, jetzt wird's lustig. Hey, das, ist cool, das ist die andere Farbe von dem. Das, der heißt Sirius. Kostet 1000 Punkte, ist mega geil und hatte ich. Sirius Black. Wow, Sirius Black. Gary Trotter. Woher kommt mir der Name bekannt vor? Harry Potter. Yeah. Irgendwie passt der voll gerade in das Team der 100 Schusssoldaten. Yeah. Bist du mit keinem Bundeswehr-Freak im Team und da zockst du so einen Charakter. Hui. No, er hat überlebt. Tschüss. Wusstest du, dass ein Soldat in seiner ganzen Lebenszeit mit Realschulabschluss ungefähr 1 Million verdienen kann? In seiner gesamten Lebenszeit, oder? Ja, also 36 Jahre Wehrdienst ungefähr. Ach so. Bundeswehr. Ja, okay. Mit Realschulabschluss verdient du ungefähr 1 Million. Ja, das liegt aber einfach mit, ja. In 36 Wenn Jahren. Wenn du nichts ausgibst. Und halt den Dienst erstmal 36 Jahre durch. Ja, ich habe mal so ausgerechnet, dass ein Mensch ungefähr in seinem Leben bestimmt etwas über 1 Million Euro an Steuern zahlen muss. Also du verdienst schon, du verdienst bestimmt in deinem Leben über 1 Million Euro. Du musst halt nur immer größtenteils davon ausgehen. An Steuern oder was. Ja, aber wenn man es ganz genau nimmt, muss man beim Bund ja keine Miete zahlen, weil man ja in einer Kaserne lebt. Tja, wow. Aber dann je nachdem, wo du stationiert bist, auch vielleicht kannst du auch dabei abkarten. Und das ist ja schön. In Afghanistan herrscht zum Beispiel eine Bombenstimmung. Ich war am Wochenende in Bagdad Fische dürfen, da ist Bombenwetter. Oh Mann, wir haben beide heute stumpfe Witze. Und noch einen besseren Humor und tschö. Komm, tschö! Das war ich nicht. War ich das? War das meine Bombe? Guckte? Ja, ja, das war ich. Also. Dafür ball ich jetzt sinnlos in die... Ey, geil. Gesamt 1000. Minus 1000. Hey, eine fette Daten... einen fetten Datenkristall. Hey, ein Datenkristall von einem anderen fetten. Und der Steinfluss ist nun sicher. Danke daran. Danke, das ist dein Notfall. Und Matt hat sich angeschlossen. Matt. Fast wie Meat. Fleisch. Würde ich mal sagen, hören wir jetzt auf. Ja. Jo, bis zur nächsten Folge, Leute. Genug aufgenommen. See ya.